Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, hier bei Elon Motors TV aus St. Valentin in Österreich. Ja, ich bin zurück aus Italien und heute bin ich unterwegs von Ingolstadt nach Wien. Ihr seht, mit so einem Tesla ist man in Europa zu Hause und ich war hier noch nie. Es ist hier ein Supercharger, der war eben ganz gut besucht. Also ich hatte echt Glück, noch einen Platz zu finden. Und da hinten seht ihr, ist sogar Ionity. Da war gerade ein Taycan gestanden. Ich habe mich gerade mit dem Fahrer unterhalten und ein e-tron hat sich auch gerade dran gestellt. Und hier hinter mir seht ihr die alte Welt, da wo die Leute viel Geld lassen, um für 100 Kilometer Strecke machen zu können. Also sprich, wer hat heute schon Lust, 50 bis 100 Euro loszuwerden? Wir sind jetzt hier und 49 Cent kostet hier die Kilowattstunde. Und dahinter steht mein Model S Plaid. Nein, leider noch nicht. Aber so wird er aussehen, so in weiß. Und ich bin gerade dabei, herauszufinden, wann er kommt. Im November soll er kommen. Und auf jeden Fall, dieses Auto geht jetzt weg. Wer Interesse hat, Giga 23, sprich der 23. aus der Giga Berlin Factory zu erwerben. Ich werde ihn jetzt verkaufen, denn das Model S Plaid kommt wahrscheinlich im November und ich werde auch noch ein Model 3 bekommen. Welche Version, das werdet ihr dann sehen. Also auf jeden Fall feuerfrei, wer Interesse hat, Model Y Performance mit der Unterschrift von Elon Musk, die Nummer 23. Jetzt hat er 27.000 runter, Schnitt 19,0, weil ich schnell gefahren bin, aber nicht zu schnell. Alles gut, keine Probleme. Und der Schnitt, den ich jetzt die letzten 300 Kilometer hier gefahren bin, der wird euch bestimmt interessieren, den zeige ich euch gleich. Und da seht ihr mal, wie effizient man mit diesem Fahrzeug fahren kann. Ja, ich habe mir jetzt nochmal die Preise angeguckt, heute nochmal die Preisempfehlung. Freund von mir fährt jetzt ein Model 3 Performance vorher, Model 3 Standard Range, ist begeistert, schwarz-schwarz, so wie dieser hier. Und wir sind heute Morgen mal durchgegangen, was ist denn jetzt sinnvoller, für wen findet das denn Anwendung, für wen ist das Model 3 Performance das Bessere? Ich hatte ja auch beide, für wen ist das hier? Natürlich für die jungen, schnellen unter euch, die gerne KW-Fahrwerk einbauen wollen oder tiefer legen. Und natürlich hier den ganzen M3s dieser Welt, den Verbrennern Konkurrenz zu machen. Da ist ein Model 3 Performance natürlich für gemacht, denn es ist so ein bisschen wie ein Model S. Es ist so flach wie der da und es ist natürlich von der Sportlich, gehen wir mal rüber, hier ist die Sonne, deswegen sehe ich nichts. Ist ein bisschen blöd, also bleiben wir mal hier. Ja, da ist natürlich ein Model 3 Performance besser als jetzt das Model Y Performance. Aber ich habe mir nochmal die Preise angeguckt. Wir sind jetzt bei 67,5 Grundpreis, wie der hier kostet. Und 65,5, also 2000 Euro weniger würde das Model 3 kosten, Performance. Aber was hat man denn mehr? Also auf jeden Fall Model 3 Performance ist natürlich super zum Tunen. KW-Fahrwerk, da ruft er dann mich an, beziehungsweise Markus direkt. Markus Reber, der macht euch einen guten Preis mit einem schönen Gruß von mir, von Elon Motors, von Matthias. Und dann wird das bestimmt interessant sein. Dafür lohnt sich so ein Model 3 Performance, denn ihr könnt mit einem KW-Gewindefahrwerk natürlich einiges bereifen, also erreichen, denn das ist super schnell, am besten dann noch richtige Cup-Reifen drauf, dann habt ihr eine wahnsinnig schnelle Maschine. Und ansonsten, ja natürlich, was muss man machen? Man muss auf jeden Fall hinten die Scheiben tönen, damit es cool aussieht. Das hat der schon serienmäßig. Kostenpunkt ungefähr 500 Euro. Und ansonsten, wer das nicht braucht, wer nicht diese extreme Tunbarkeit braucht, ich meine, den kann man auch tiefer legen und vielleicht noch andere Räder dran machen. Aber wer jetzt wirklich wie ein Go-Kart fahren will, der sollte sich dann den Model 3 Performance nehmen und dann den Track-Mode anmachen, dann KW-Fahrwerk rein und am besten noch Cup-Reifen, dann habt ihr einen Go-Kart für Nürburgring. Aber wer das nicht braucht, wer vielleicht nicht 25 ist und wer vielleicht schon ein bisschen gediegener daherkommt, der würde sich dann so wie ich entscheiden, für das Geld auf jeden Fall Model 3 bzw. Model Y Performance nehmen, denn das ist Preis-Leistung, finde ich, der absolute Überknaller. CUV mit 67.500 kriegt ihr ein SUV bzw. Sport Activity Vehicle, wie BMW das nennen würde, was jeden BMW iX davon fährt, auch dem i60, der ja jetzt wirklich dann 150.000 Euro kostet und das für 67.000 Euro, 3,7 Sekunden, 250 Top Speed, das hält ja auch ganz gut und eine Reichweite von 514 BLTP. Und wenn ich euch jetzt gleich zeige, wie ich hierher gefahren bin, mit einem 101er Schnitt, ich habe schon ausgerechnet, weil hier waren 20 Kilometer Bundesstraße, ich bin aber ansonsten so 120, 125 gefahren, wo es ging, auf der Autobahn jetzt hier die A9 runter Richtung München, dann Richtung Mühldorf vorbei, Richtung Linz und jetzt bin ich 150 Kilometer vor. Heute soll es nicht zu lang werden, Verbrauch auf jeden Fall gut. Meine Gedanken zu Model 3 Performance, Model Y Performance, auf jeden Fall in ihren Klassen Preis-Leistungs-Knaller. Alle, die mal sagen, das ist so teuer, natürlich ist es teuer. Ich habe gerade mal geguckt, Santander Bank direkt Ballonkredit finanzieren, 3,34%, wenn das finanziell nicht geht. Das ist auf jeden Fall das, was die meisten machen, die hier andere Autos fahren, aus anderen Verbrennerhäusern da finanzieren oder leasen, auch die meisten. Und
Und dann ist das aber trotzdem machbar. Und jetzt gehen wir rein. Und wenn ihr seht, was ich jetzt hier verbrauche, dann seht ihr, das ist einfach die Zukunft. Ja, ich zahle jetzt hier 49 Cent für das und dann den Verbrauch mal 49 Cent mal Kilowattstunden, also unter 10 Euro. Und jetzt gucken wir mal rein, wie viel. Und dann sehen wir uns die nächsten Tage. Bin dran bei, was Spannendes zu machen. Gibt viele Themen. Tesla geht natürlich gerade durch die Decke. Lucid, die ganzen anderen Firmen. Wo sind wir in der Verbrennerwelt? Die strategischen Gedanken. Aber heute für euch so ein paar Gedanken zum Model 3 Performance oder dieser hier. Bestellt euch den hier aus Berlin. Der hat auf jeden Fall die neuen Sitze drin, hat schon die getönten Scheiben. Ist absolut bombastisch, 3,7 Sekunden, das reicht völlig, um jeden zu schocken. Und Model 3 Performance hat da ein bisschen mehr, aber ich würde auf jeden Fall den Giga Berlin wieder nehmen. Model Y Performance. Und warum mache ich es nicht? Ja, weil natürlich das daneben, dieser hier, gleiche große Heckklappe, innen drin, komplett verledert, Alcantara-Dach, das Yoke, 17 Zoll Bildschirm, schwenkbar, hinten Bildschirm, hinten Wireless laden. Das ist eine ganz andere Liga. Ich meine, wir sind jetzt wirklich die letzten 3 Jahre hier in Deutschland mit Model 3, mit Model Y gut versorgt, beziehungsweise Model Y ganz neu. Das sind tolle Autos in ihren Klassen, aber ein Model S ist um Welten besser. Gerade vom Innenraumambiente, auch wenn die Verarbeitung im Model Y, Model 3 super ist und man kann sich das ja auch schön hintunen. Ich bin immer wieder überrascht, wie viele sich die Autos umbauen und was für kleine Tuning-Dinger. Da seht ihr mal, das ist wie so ein kleines Apple-Gadget, das macht Spaß. Wer baut ein BMW so um? Oder einen normalen Verbrenner, das sind meistens schon echte Endausfertigungen. Hier wird gespielt, aber ein Model S, Model X, das ist wirklich nochmal was anderes. Und all die, die sich dann doch lieber einen Taycan oder einen e-tron kaufen, so wie der da hinten, der e-tron, ja, die gehen ja sowieso über 100.000 Euro aus. Dann könnt ihr euch auch ein Model S bestellen. Gibt zwar noch nicht das Long Range, aber das ist von den Fahrleistungen her völlig ausreichend. 3,2, 0 auf 100, 650 Kilometer Reichweite. Und innen auch alles Oberklasse. Und deswegen, also ja, da bin ich gespannt, da könnt ihr euch auch drauf freuen. Also, wer noch nicht den Kanal abonniert hat, ihr seid da richtig, Elon Motors TV. Bis zum nächsten Mal, jetzt schauen wir uns noch kurz ein, kommt mal mit. Und dann werdet ihr schauen, mit was für einem Verbrauch ich hierher gefahren bin. Und natürlich gewusst wie, deswegen bleibt drauf, abonniert. Die Tipps und Tricks zeige ich euch natürlich, wie man das macht. Ich werde auch bald mal wieder aus dem Auto raus filmen und dann könnt ihr euch das angucken. Also, wir sind jetzt hier in Österreich und jetzt hier mein Verbrauch. Trip. Also 283 Kilometer gefahren und 2 Stunden 50 gebraucht, 100er Schnitt, 15,2. So, und? Ist das cool? Ist cool. Abonnieren, bis zum nächsten Mal. Ich sage euch wie. Ciao.